Moin, ihr Spackos, hier kommen die Witze des Tages. Heute Polizistenwitze. Auf der Polizeischule wird der Polizeischüler gefragt, was würden Sie tun, wenn eine junge Frau vergewaltigt wurde? Antwortet der Polizeischüler, ich glaube, ich würde die Tat rekonstruieren. Der Polizist betritt die Bank, tritt hinter den Kunden, der gerade bedient wird, und fragt, entschuldigen Sie, ist es Ihr Wagen, der vor der Bank mit laufendem Motor im Halteverbot steht? Der Bankkunde kleinlaut ja, sagt der Polizist, dann heben Sie mal gleich 30 Euro mehr ab. Ein Polizist kommt zum Bauern und kauft Saatgut und Jungpflanzen für den Garten und 10 Küken. Nach einer Woche ist er wieder da und kauft wieder 10 Küken. Der Bauer denkt sich, naja, vielleicht hat er Gefallen dran gefunden. Nach einer Woche kommt der Polizist wieder und will nochmal 10 Küken. Da fragt ihn der Bauer, wie denn so alles wächst. Nun, sagt der Polizist, wunderbar, nur die Küken wollen nicht. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Pflanze ich sie zu tief oder zu dicht beieinander? Sitzt ein Polizist weinend auf einer Mauer, kommt ein Mann vorbei und fragt, was haben Sie denn? Sagt der Polizist, mein Hund ist weggelaufen. Sagt der Mann, ach, machen Sie sich doch keine Sorgen, der findet doch alleine wieder zum Revier zurück. Sagt der Polizist, der Hund schon, aber ich nicht. Das war's für heute. Macht's gut. Bis morgen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, sonst verpasst ihr was. Prost.